Das kannst du mit Rohr machen. Das ist wohl so die Zukunft. Und dann haben wir diesen Fitting. Wichtig ist die Arme so breit. Okay. Tiefgarage kaputt. Hey, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Homebase Solution. Dann wieder nur einen Kaffee trinken und Koffer hin und her rollen. Weil der Benni, das zeigen wir erstmal, bevor es hier überhaupt losgeht, um was es geht. Der Benni hat nämlich was Cooles gecasht. Haben uns hier so einen ultimativen Waffenkoffer bestellt. So traurig, dass das. Naja. Ja! Hier ist halb leer. Tada! Mehr ist noch nicht. Mehr ist noch nicht. Vielleicht wird es ja irgendwann mal. Da muss noch ein bisschen was rein, aber das ist schon erstmal ein bisschen Kamera-Equipment. So. Was geht's, Leute? Wir haben ja einen schönen großen Wasserstrahl. Wenn ihr es noch nicht auf Instagram gesehen habt, dann könnt ihr mal rüber switchen. Da sind schöne viele Bilder und Videos schon drin. Und wir verlegen ungefähr 260 Meter Edelstahlrohr neu. Und wie es unten aussieht, gehen wir mal runter. Und was Tobi gerade macht, zeige ich euch auch. Dass die Leute hier das Maul nicht aufkriegen, das ist Wahnsinn. Guten Tag. Wir sind ja schon unten, Mensch. Ja, die Kartons gehören an uns. Was Rohrdämmung drin? Wie gesagt, 260 Meter. Oh. Ja. Wie geht das? Herr Lehmann! Ja, läuft einfach eine Brühe, oder? Guck mal, ich hab nichts mitgebracht. Oh. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist Tobi. Hier drin sind gefühlt 50 Grad. Und also wie das aussieht, läuft hier Wasser, oder? Ja. Guck mal. Zeig doch mal den Leuten, wo da ein Wasser läuft. Lötchen. Warte, müsst ihr rumfällen. Warte, hier das Wasser. Hier. Nee, da unten setzen wir Teich. Ach, da unten. Ach so. Hier sind nämlich die ganzen Entleerungsventile. Und da ist eine kleine Wanne mit einem Ablauf. Und so läuft die ganze Brühe quasi rein. Weil die ganzen Leitungen hier müssen alle weg. Und neu. Da unten. Alles schön verrostet und verkeilt. Hallo! Raus muss es hier, servus! Ja, servus, ja moin! Ja moin, das sieht ja aus hier, hey! Für Unbefugte ist der Zutritt verboten. Da lang müssen wir. Ganz weit. Und da unten hat er Tobi schon mal repariert. Bisschen. Habt ihr die Rohrfilter schon gesehen, die da oben liegen? Ach, das hat er wohl gezeigt, der hat doch gar keine Ahnung, er weiß doch nicht mal, was das ist. Edelstahlrohr hat er gesagt. Das ist falsch. Das ist Halbedelstahlrohr. Ist egal. Für Trinkwasser nicht zugelassen. Ach, du Scheiße. Nö, Rohr. Jetzt mal ernsthaft, glaubst du, das liegt zu... Wie viel Prozent in ganz Leipzig unter den Altbauten so aus? Auch gerade bei ganz vielen. Aber guck mal, wenn du das so anguckst, das ist ja Rohr. Ja? Das hier. Ja. Das kannst du mit Rohr machen. Passiert das jetzt aber nicht wieder mit dem Halbedelstahlrohr? Nein. Nein. Ausschließen kannst du es natürlich nicht. Aber es hält länger wie der normale C-Stahl. Und das ist wohl so die Zukunft fürs Heizungsrohr. Steht da extra, wie gesagt, nicht für Trinkwasser geeignet, weil es eben nicht komplettes Edelstahl ist. Also eigentlich kannst du hergehen. Ich hätte gerne mal ein Stück Rohr. Bitte schön. Für Sie ein Stück Rohr, der Herr. Mmh, ein Rohr! Liebe Grüße gehen raus an Martin. Kannst du ein Stück mitnehmen fürs nächste Mal. Ja, wenn du Eisenmangel hast. Ja, wir hatten hier die fetten Betonplatten drauf. Ey, wir haben geschützt, die Sau. Eine so eine Platte wiegt gefühlt 80 Kilo. Ach, mit Bewährung gleich. Mit Bewährung. Hast du alles weggefaced? Ja, drum und rein. Nee, nicht weggefaced. Die liegen ja bloß drin. Achso. Das war's, das Stück hier tauschen. Nee. Achso. Machen wir anders. GoPro? Du gehst mal in einen anderen Raum. Ich reiche mal von da, drüben die GoPro rüber und wir machen mal die Länge. Quasi. Das sind insgesamt komplette Länge pro Einstrang Rohr sind 23 Meter. Ich geh nochmal hier lang. Tobi! Da! Andere Seite! Andere, andere! Wo bist du denn? Na hier, kommst du da ran? Ja, Tobi! Hi! Das machen wir nur für euch! Warte, ich komme! Hey. Hallo? Ach da! Ah. So? Hör mal hier. Mal lang. Nee, oder? Das geht jetzt noch weiter? Das geht noch weiter, alle.
Das Rohr. Hier rein drin. Hau ab, wenn es da drin. Ja. Achso. Bin ich noch raus? Aber. Da kommen wir aber jetzt nicht rein. Wir brauchen erst noch einen Schlüssel. Vom Herrn Babbel. Babbel-Tee-Laden? Von Herrn Babbel. Da guck mal, das ist das Rohr. So, da geht es dann hier durch. Ja, müssen wir noch zwei Blöcke rausnehmen. Hier muss man machen, ne? Und dann geht es hier rein. Genau. So, und hier binden wir dann wieder auf. Ja. Ich habe da schon mal aufgeschnitten, weil ich müsste ja der Kundschaft zeigen, wie das so aussieht. Jetzt schneid du mal noch ein Stück Rohr auf und zeig das mal hier. Das ist quasi unter der Dämmung. Ich leg die Dämmung am Rohr. Legge. Aber tatsächlich stinkt es gar nicht so doll. Also riecht fast nach nichts. Na stinken, was soll denn da stinken? Das ist doch keine Kacke. Jetzt verstehe ich deine Aussage, das wird bestimmt 2 Wochen dauern. Locker 2 Wochen. Du musst ja alles rausflexen und wegschaffen und neu reinlegen. Hast du schon mal eine 6-Meter-Stange hier runter produziert? Ja. Haben wir vor uns versucht, händisch. Keine Chance. Was machst du da? Halbier. 3 Meter. Mehr Verbindungsstücke. Ja. Müssen wir. Geht nicht anders. Weil wir haben zwar hier, oder? Ich habe Spieße. Wir haben zwar hier eine Tiefgarage. Tiefgarage wäre ideal. Warum stinkt es hier so? Tiefgarage, Fettabschaltung ist irgendwo. So, hier ist halt eine schöne Tiefgarage. Wir kommen aber nicht. Da oben irgendwo ist das Tor, kommen wir nicht rein. Es geht überhaupt nicht auf. Ah, selbst wenn, hast du ja immer noch das Problem, dass du die 6-Meter-Stangen. Aua! Blöde Sau! Dass du die 6-Meter-Stangen kriegst du dann zwar hier rein. Aber fehlt dir mal eine 6-Meter-Stange, zurück trainieren die Räume rein. Du kriegst ja nicht mehr die 6-Meter-Stange. Die kriegst vielleicht noch hier so rein und dann hier so unten an das Ding dran. Aber den hier ist doch vorbei. Tobi lässt jetzt Wasser ab und ich glaube, 1,5 Stunden, 2 Stunden müssen wir wieder da sein, läuft die Brühe immer noch. Klar, kannst du jetzt oben den Heizkörper und die obere Wohnung, die haben wir zugemacht, aber es gibt noch einen 2-Etagen-Absteller, wo wir abdrehen können. Das wäre natürlich die einfache Variante, die haben wir aber nicht. Also muss das ganze System leider leer laufen, sonst ist alles nichts. So, nehmen wir am besten das kurze Sägeblatt, weil das sonst immer zu sehr ruckelt. Das Rohr gibt sowieso nach. Ah, okay. So viel zum Thema. Hier, abgebrochen. Schrott. Zack. Und das nächste durch. So, wir haben hier die Kaltwasserleitung mit drin liegen. So, und was passiert, wenn kalt und warme Luft aufeinander trifft? Irgendwo kondensiert der Spaß. Und das wird sicherlich an der Heizungsleitung kondensiert sein. Und dadurch fängt die an zu gammeln. Wasser, Sauerstoff, Umgebungsluft, Sauerstoff. Passiert dann das, dass es eben anfängt zu oxidieren und auseinander geht. Ist alles nicht. Muss raus, kommt raus. Also hacken wir es auch raus. Ja, du, ich sag mal, die Funken da oben, das ist ja nicht schlimm, da ist ja noch Pappe und sowas, weißt du? Ja, passiert nicht. Mach dir keine Sorgen. Ist dir warm? Nee, überhaupt nicht. Komm, Prost. Prost. Schön kalt. Ja. Tobi, was macht ihr jetzt? Kaputt. Tiefgarage kaputt.
Ja, wir wollen das Rohr versuchen, ganz runter zu kriegen. Und wir haben hinten ein kleines Loch entdeckt in der Tiefgarage. Und das machen wir jetzt ein bisschen größer, weil die Tiefgarage ist außer Betrieb. Die funktioniert nicht mehr, die ist kaputt, die wird auch nicht mehr benutzt. Deswegen darfst du jetzt kaputt schneiden. Deswegen ist sie kaputt. Wir verraten gar nicht, dass sie kaputt ist. Wir schneiden einfach ein Loch in die Tiefgarage. Ich sehe dann die Kommentare schon wieder. Also, wir machen die Tiefgarage kaputt. Okay. Warum? Dann werden wir mit dem Kopf nicht anspülen. Ach so. Und wichtig ist, die Arme so frei. Okay. Hallo? Ja! Sind wir da? Ja! Gut! Geht! Unten! Wisst ihr, was ihr gerade gemacht habt? Funktioniert das jetzt? Nö, wissen wir nicht. Wir testen das jetzt. Und nun? 6 Meter erreicht. Und nun? Du bist durch. Wir müssten dort die Ecke wegstemmen. Ja. So auf 1 Meter Länge. So noch Mühe mehr rumkommen. Dann soll's gehen. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Gar nicht. Gar nicht. Ich hätte die Baustelle nicht angenommen. Hä? Das funktioniert nicht so, wie du das willst. Wir kommen da nicht rein. Geht nicht. Nee. Schade. Weil eh du jetzt alles hinterräumst, ob wir die oben auf 3 Meter schneiden oder unten auf 3 Meter schneiden. Und du rennst aber draußen nochmal rum, so können wir 3 Meter, alles diagonal in den Fahrstuhl und runter damit. Weil das ist scheißegal, ob du auf 5 Meter schneidest oder auf 3 Meter, die gleichen Muffen brauchst du sowieso. Das heißt jetzt die Rohre zersägen? Ja. Und alle auf 3 Meter. Flex? Nö, Ebelsäck. Normalerweise. Oder soll ich das nicht mal wechseln? Rohrschneider. Normalerweise Rohrschneider, Säbelsäge, weil es wird gesagt, wenn du es flexst, glühst du die Rohrenden aus und dann könnte von dir. Nein, das passiert nicht, wenn du eine Scheibe für Edelstahl nimmst. Doch, passiert das auch. Nein, dann musst du langsamer schneiden. Ja, genau. Und geringer mit der Drehzahl. Das erzählt dir jeder Außendienstler, ja, ja, die Scheiben vertreiben. Aber es erzählt dir kein Außendienstler, der Rohr verkauft, solchen Mist. Ja. Wir flexen es trotzdem. Auch wenn der eine oder andere sagt, nee, das kannst du nicht tun. Aber ja, wir machen es. Nee, nicht tun. Er ist schon immer so gemacht, wird immer so gemacht. Nee, nicht tun. Was? Nee, das musst du mit Akku machen. Ach, das muss man mit Akku machen. Ja, wegen Ausgleichsgewicht, guck. Ach so. Das ist besser. Okay. Ja. Gut. Kannst du den Knopf drücken, dann geht's schneller.
Ey. Aber Benni, schickt mal kurz rüber auf die andere Seite. Wir haben nämlich schon so einen neuen Shop, ist nämlich online. Und wenn ihr Bock habt auf geilen neuen Merch von uns, wie zum Beispiel Craftmans, Construction Hall oder halt das normale alte Homie-T-Shirt, dann könnt ihr da jetzt drauf gehen. Und das Geile ist, ihr habt keine Monat Wartezeit mehr, weil wir machen das über Spreadshop. Und Spreadshop hat 2-3 Tage Versandzeit und dann ist schon bei euch. Und es gibt Tassen und es gibt Mützen und... Oh, guckt einfach rein, es gibt viel zu viel. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was wollen wir machen? Wir wollen ja nicht die alte Halterung wieder benutzen. Da jetzt wahrscheinlich die Wasserleitung auch noch rausfliegt auf meinem Ratten hin, fliegt es dann eh komplett weg. Da bleibt nur noch das verzinkte Rohr drin. Und damit wir es auch schön dann ordentlich machen, machen wir eine neue Halterung hin. Das heißt, wir nehmen Montageschiene, dann haben wir dazu diese Flügelmotoren. Warte, ich muss gucken. Recamo Fix, ach, Schnellbefestiger heißen die, okay. Schnickst du so, so da drauf und dann hast du hier sogar für doofe Pfeilrichtung, drehst du so und dann sind die da drauf. Dann nimmst du mal Gewindestab, das ist jetzt kein Gewindestab. Schraub den da rein. Mal super. So, die gibt es natürlich auch schon vorgefertigt mit dem Bempel. Und was aber dafür bei dem zum Vorteil ist, weil ich ja jetzt nicht viel Raum habe für die Rohre. Wir müssen ja 10 Stück hier reinmachen. Und wenn ich dann aber knapp ein Rohr hier daneben setzen will, mache ich einfach einen Gewindestab etwas länger. Lass ihn dann hier stehen, da habe ich dann hier ein Rohr und hier ein Rohr. Also ich kann mir dann den Gewindestab zurechtschneiden, wie ich das möchte, auf welche Höhe. Ich muss aufpassen, weil wir müssten die Rohre ja auf 3 Meter zerschneiden, aber wir sie sonst nicht hier runtergekriegt hätten. Es ist halt doof, aber es ist so, ich kann es nicht ändern. Also müssen wir viel muffen. Wenn ich also 3 Meter habe und ich setze dann die Schiene irgendwo auf 3 Meter, dann habe ich das ja immer an der Muffe. Das möchte man ja nicht. Also, was machen wir? Wir machen 1,60, 1,70, so sind wir immer außerhalb des Muffenbereichs. West Post Beast! Ach, Schwulschädel bist! Ach, Schwulschädel! Ach, fetter Schwulschädel! Boah, ich war pleite! Ich komm gleich in den Boden! Ich fahre dir drei! Halt die Schnauze! Komm, wo ich was hin! Bist du bescheuert oder was? Du hast einen Erzähler, du blödes Arschloch! Bleib auf Hörwelt! Was noch, bin ich da rübergekommen? Komm doch! Ja, da klatscht's aber drei, du! Nach Rücksprache mit Liga, oder der Kollege da, der Vertreter, und hat mir glücklicherweise gleich mal gezeigt, wie was wir verbauen müssen. So, das ist das Megapress-System von Liga und dazu gibt es verschiedene Fittinge. Dieser Fitting ist für das Temponox-Rohr. Das hat eine Edelstahllegierung. Es ist kein reines Edelstahlrohr, aber es hat eine Edelstahllegierung, ist für Trinkwasser nicht zugelassen. Das steht nur hier drauf. Ist nur für Heizung. Dafür nehmen wir es ja auf. Und dann haben wir einmal diesen Fitting. Das ist für das Edelstahlrohr. Und dann haben wir diesen Fitting. Dieser Fitting hat die Besonderheit, der ist etwas kräftiger, dicker, dickwandischer. Der Gummi hier drin ist anders. Nullring, O-Ring, was auch immer. So, wie man das hier sieht, ist auch hier der Sprengring schmaler, kleiner. So. Wir müssen darauf achten, dass wir die richtige Presse haben. Dazu nehmen wir von Liga eine Pressgun 5, weil die hier vorne so einen verlängerten Schaft hat. Denn nur für diesen Pressfitting kannst du das Gerät nehmen. Einen sogenannten Pressbooster. Da gibt es eine Schlinge dazu, das ist dieses Teil. Die Schlinge ist fürs Megapressrohr, also für das Temponox. Und nur diese Schlinge darfst du für den Fitting benutzen. So, und das funktioniert folgendermaßen. Du legst den Fitting quasi in die Pressbackzange um das Rohr. So. Darauf achten, dass es einen richtigen Sitz hat. So, das hat ja ein bisschen Spiel, das darf es auch. Dann macht man die Presse auf, steckt die hier rein, drückt zu, macht hier vorne klick, klack, drück. So. So sitzt der Fitting, die Presszange an dem Fitting. So, bei dem großen Fitting, also bei dem Fitting hier unten, ist die Eigenheit, du musst zweimal pressen.
Der Pferd, der hupt, das ist ja quasi wie ein verlängerter Arm. Wir drücken einmal und jetzt sehen wir, wie die Pfeilstangen rausfahren. So, jetzt macht's klack. Jetzt muss ich aber nochmal drücken, damit die Schiene richtig bis vorfährt und dann drückt es diese zwei Monokel, nenne ich es jetzt mal, drückt zusammen und dann schiebt die Backe direkt auf den Fitting, presst den zusammen. Das sehen wir dann, wenn wir es pressen. Das ist das eine. Für den normalen Fitting reicht das kleine Gerät. So, das wird so. Da ist auch diese Zange dazu, aber die passt in ganz normale Presse. Brems, Viga, was man halt so, wie diese Aufnahme dann passt. Da brauchst du nur einmal pressen. Dann drückst du hier drauf, zack, wird gepresst, ist fertig. Da das ja ein Schraubübergang ist, muss man es ja erstmal eindichten. Sag mal, Heizung, vor allem bei den Größen, nehme ich Hanf. Darfst du nicht vergessen, ganz wichtig. So, dann haben wir unseren. Damit? Das ist wie Gleitmittel, also das dichtet ein bisschen ab, das macht Unebenheiten. Also, ja. Also du brauchst ein Gleitmittel, hast du quasi ja, das weil sonst, wenn du jetzt, wenn du das jetzt ohne machen würdest, würdest du den Hanf einfach runterdrehen. Den wickelst dann beim Auf, wickelst den einfach auf und dann drehst du den runter. So, dann nehmen wir den Spaß. So, jetzt löscht man den ganzen Spaß zusammen. Ah, voller Körpereinsatz. Zack, zusammengeschraubt. Fertig. Dann als nächstes, wenn wir jetzt den Fitting an das Rohr pressen wollen, müssen wir als erstes natürlich überall ein Grat wegmachen. Wenn ihr jetzt Industrierohr habt, malen die zum Beispiel SML, was bei der Industrie lackiert wird, dann müsst ihr die Farbe nicht runter machen. Wenn das Rohr aber manuell von irgendjemandem lackiert wurde, muss man die Farbe runterschleifen. Genauso bei Rostflecken, Roststellen oder sowas. Sollte man vorher mit dem Schleifpapier mal ein bisschen den groben Rost runternehmen. Du musst es nicht komplett blank polieren, aber schön den groben Rost, dass es schöne glatte Oberfläche hat. Den Rest, wo man nicht mit der Maschine rankommt, müssen wir leider mit der Hand schleifen. Das sieht man ganz bedingt. Jawohl. Und dann hätte ich gerne noch mein Marker, weil. Zeige ich euch das mal. Das ist sogenanntes Siederohr. 2 Zoll, nicht 2,5 Zoll, das ist irgendwas zwischendrin. Dafür sind diese Fittinge da. Die haben einen gewissen Spiel. Weil die Rohre teilweise unterschiedlich sind. Wenn ich den jetzt draufstecke, sieht man das, wackelt er. Wenn ich einen normalen Fitting nehme mit V-Kontur oder M-Kontur, die steckt man saugend drauf. Da sitzt der Nullring schon direkt auf dem Rohr. Hast du hier nicht. Deswegen, so, und jetzt haben wir hier, müssen wir uns das richtig markieren, damit wir dann sehen beim Pressen, dass der Fitting auch da sitzt, wo er sitzen soll. Kommen wir zum Pressvorgang. Wir haben unsere Presse, wir haben die Backe, Z3, 2,5 Zoll, 76,1. Wir haben unseren Fitting, steht schon hinten. Jetzt legen wir die Presse an. Um es uns einfach zu machen, wir legen den Pressring schon vorher drum. Eigentlich wäre es ideal, du gibst mir die Presse. Ja. Gibst du Ranski. Eieiei, ist das ein Kaliber. Schalt mal hinten an, bitte. Aktiviert. Leuchtet grün? Jo. Genau. Aktivieren. Fräulein Bora Bora. So, und los geht's. So, kurz warten. Und nochmal. Ich fass es nicht. Guck mal, das Ding ist dran. So, das Stück vorbereitet, weil wir wollen ja eine Entleerung mit einbauen, falls mal oder was ist. Hier unten ist ja ein Schacht, da ist auch ein Ablauf da und da kann man das Wasser ja einfach laufen lassen, wie wir es auch gemacht haben, wo wir die Rohre hier auseinandergeschnitten haben. Das Stück machen wir hier unten hin, dann haben wir hier einen IA-Bogen, 90 Grad. Jetzt stecken wir da drauf, dreh ich mal, ne? Ich gehe in den Fitting rein, da sehe ich nämlich meine Nut unten, wo das Rohr aussitzt. Und dann gucke ich hier, da habe ich 72,5. Und nach vorne schieben, es ist nämlich locker. Und jetzt haben wir die Besonderheit, dass wir gucken müssen, was pressen wir zuerst. Also nehme ich jetzt das Rohr raus, nehme das raus
nehme die Presse und presse den Bogen erstmal ein. Hier oben den Fitting. So, von hier komme ich dann von oben ran, kann ich das einpressen, ist alles kein Problem, das auch. Und das ist drauf. Klack, fertig. Ah, hat sie sich aber anstrengen müssen, die Gute. Ja, das hat sie. So, und dann haben wir hier noch diese Gemarkung. Das sieht man, was man drauf gucken muss. So. Mhm. Und dann zum Schluss sollen wir den abziehen, damit man weiß, ah, das hat man schon gepresst. Und fertig. So, und so machen wir das jetzt fortlaufend. Aber ich sag mal so schön, einfach werden es ja jeder machen. Sogar ein mächtiger Flammkopf. Dein Kopf ist auch dreckig vom Estrich. Sag mal nicht so, Kopf hoch, Männer, wenn der Hals auch dreckig ist.